Pumpen reinwerfen, damit wir die nicht verlieren. Schrauben. Hör doch mal auf zu wackeln. Das deckt auch nicht von alleine, ne? So übel. Auch so eine Auto-Sortierfunktion gibt's nicht. Ja, du. Ich habe einfach nur erstmal hingeklatscht. Ich weiß nicht, was ich da gebaut habe. Ja. Weil man hat nicht wirklich viel gesehen, dadurch, dass ja... Aber eigentlich ist das ganz normal das Laubdach. Hm. Ich habe, glaube ich, nur den Zwischenboden genommen. So, oh, Holzschwert. So, oh, ihr blöden Viecher. So. Könnt ihr mich mal alle kreuzweise. Und reparieren. Nicht das. Vorwerfen. Oh. Tja. Muss erstmal ein bisschen neu sortieren hier. Also die Truhen sind wirklich nicht sehr groß. Ja, aber es gibt halt auch noch größere Truhen. Also die kommen noch. Ah, okay. So, ich muss mal noch eine Truhe dahin stellen. So, noch Steine farmen gehen. Immer mit E, ne? Also, oh nein. Echte Maustaste kannst du rüberwerfen. Mhm. Es ist doof, wenn man irgendwie andere Spiele gewohnt ist. Ja. Dann geht das irgendwie anders automatisch. Ich weiß auch nicht. Ja, genau, das kann weg. Könnte man mal was zum Mampfen draus machen. Käferherz. Ein Insektenorgan, das aus jeder Art Käfer entnommen werden kann. Nahrung. Sieht doch voll appetitlich an. Kitty Dreck, fui fui Baba. So hört es sich an, wenn meine Frau da kurz davor ist. Ich Definitiv. So, mal hier. Ameisenspieß. Mm, lecker, 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 lecker. Die Delikatesse. Ja, doof, dass du das nicht öfter. Ja, so. Mann, das sieht ja nicht toll aus hier. Glaube ich, muss erstmal farmen gehen. Ja, Schwierigkeiten. Ich? Nein, niemals. Wie kommst du denn auf sowas? Als wenn ich irgendwelche Schwierigkeiten mit irgendeinem Spiel hätte. Du doch nicht, ne? Nein, niemals. Nein, 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 nein. Hast du dir ein Schwert gemacht? Ja, habe ich. Na, sagen wir so, das Katana in The Forest sieht aber besser aus. Ah, ich konnte es mir noch nicht mehr groß angucken. Du, wir können auch da weiterspielen, ne? Habe ich kein Problem mit. Das war mir klar, ja. So, ich bin unten. Das ist gut. Ja, ja. Laufen wir mal hier. So, wo sind die? Wo ist mein Mann? Da ist mein Mann. Boing.
Ja, so ein scheiß Käfer. Honig. Da ist er. Hier rum. Insektenei, Insektenfett. Was passiert, wenn die Wespen irgendjemanden angreifen? Ah, okay. Die halten zwar schön ab, aber die können dir auch arge Probleme machen. Glaube ich. Heilpflasterwerk. Oh, Mutschikübchen. Oh, Mutschikübchen. Ganz schön. Ach, Scheiße. Nächste halbe Stunde werden wir meine Frau nur noch hören. Was? Aha. Ja. Weißt du, bei vielen Leuten nennt man immer dieses Syndrom Schmetterling, weil sie damit den Gedanken woanders sind. Ja, weil abgelenkt, ne? Aha. Weil dieses Mutschikübchen. Mutschikübchen sind voll süß. Kann man hier nicht mal irgendwie Bäume fällen? Ich brauche Holz. Ja, ich glaube, erst wenn wir bessere Sachen haben, kriegt man wohl da auch Holz. Aber so weit war ich ja nicht. Na, nur das normale Zeug. Gut, das ist eine Wespe. Ach, Winter ist der Beste. Das ist so mega geil. Nur das Bekannte, also alles gut. Oh, mein Holzbeil ist kaputt. Noch gesagt, hast du repariert. Hab's vergessen. Meißen wir halt weg. Und machen uns kein Holz. Ganze Holz rausgeschmissen. Warte mal. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Ja? Naja, deine Kaffeemaschine. Meinst du, da ist noch Schweizer Flair drin, ne? Ja, du hast heute den ersten Kaffee aus deiner Kaffeemaschine gemacht. Unserer Kaffeemaschine. Aber meinst du, weil die hat noch den Schweizer Flair drin, ne? Ja. Könnte natürlich sein, ne? Auch Holz. Holz? Also Holz ist im Wald ein rares Gut. Ja. Darfst du keinem erzählen, weißt du, aber das ist ja Heimatlust von hier. Heimatlust, okay. Heimatlust. Denk nicht, dass du schon wieder unterknuddelt bist. Das ist doch generell. Aber kein Holz. Der Duft. Ah, Heimatduft, nicht Lust, okay. Ja. Ah, das musst du aber dazu schreiben. Ja, das mit der Heimatlust, das kann man auch falsch verstehen. Die Tassen sind heute wieder böse zu mir. Ja, sieht man ja voll, wie böse sie sind. Ja, sie machen auf Duft Lust. Mhm. Das waren dann Tasten. Okay. Ja. Das würde ich keinem erzählen, dass du im Wald kein Holz findest. Ja. So niederschmettern. So. Ja, Bett mit Dach, das meine ich. Ah. Ja. Dann haben wir den Apothekertisch und den Gessel und eine Holzruhe. Da müsste mehr reinpassen dann. Mit dem Kessel, Stein und verfeinertes Holz. Deutsch Neuner.
genau Saaten. Denn Leidenspeer. Hammer! Wieso braucht man immer so viel Steine dafür? Ja. Fürchterlich. Tipp. Größere Ausdauer, Tonikum, Apothekertisch. Wenn ich es Sand herstelle? Interessant. Oh, schon wieder ein Sturm. Gut, dass ich schon auf dem den Ballon schon sehe. Voll schlechtes Wetter, das Aprilwetter. Ja. Ja, schlimm. Oh, Recurve Bow. Ja, es ist klar, dass ich Schutz aufsuchen muss. Meine Güte noch eins. Wo sollen wir den Recurve-Bogen denn bitte herstellen? Oh, Steinhammer. Seidenfaden. Ja, Seidenfaden kriegst du wohl, glaube ich, auch nur bei Spinnen oder so. Feuersteinschwert. Deswegen, wir müssen nämlich dann auch zusehen, wie wir dann den Feuerstein holen. Wir müssten, glaube ich, nochmal kurz zurücklaufen, um uns die eine Ausrüstung zu holen. Weil die andere, die wir hier vorne bekommen, die ist, die kriegen wir noch nicht. Irgendwie so war da was. So ein, zwei Schritte übersprungen. Ah ja. Ja. Man kennt. Ja, jetzt hör auf, hier rumzubeben, du. So, ja, siehst du, warte schon. Ich treff die mal kurz, das verfeinerte Holz. Oh, jetzt kann ich einen Recurve-Bogen machen. Genau. So. Ja, mal aufheben. Und dann kannst du hier mal den Steinschneider abreißen und den neu hinstellen. Dann kriegst du nämlich auch diese weiteren Sachen zum was noch kommt. Aha, das ist doof gemacht irgendwie. Ja, irgendwie kriegt das nicht jeder. Also da muss man sagen, da ist das bei Valheim ja besser, wo du dann automatisch die Rezepte alle bekommen, ne? Kessel, Apotheker, Gerberei, Bett mit Dach. Ich wollte hier aber mal ein bisschen reparieren, so. Knoblauchblatt. Aha. Weiß ich nicht, wo das ist. Alles mal repariert. Ist der vorbei? Und Deko-Sachen gibt es. Habe ich schon gesehen. Das Richtige für meine Frau. Was? Ja. Hier ist in den Truhen nicht sehr viel Platz. Nee, und du brauchst für die andere Knoblauchblatt, aber das weiß ich nicht, wo es das gibt. Jetzt Knoblauch anpflanzen? Nee, ich weiß, dass man es auf jeden Fall von der Pflanze bekommt. Ah. Wo man, glaube ich, wohl nicht mit rechnet. Ah. Aber welche Pflanze das ist oder so, keine Ahnung. Das wird jetzt sowieso dunkel, dann könnten wir eigentlich nochmal pennen gehen. Ja, ich bin gerade so ein bisschen am Sortieren, um Platz zu sparen. Da. Wir machen Team. Ne? Toll, ein anderer macht's. Du fällst in einen tiefen Schlaf.
Ah, genau. Du bist ausgeruht, aber hungrig. War ja so hungrig klar. Bin ich aber nicht. Nö. Mann, nein, Lollipop. Diese wichtigen Sachen. Ach, ja. Ich glaube, wir müssen noch eine Truhe bauen. Nein. Oh. Alter! Entschuldigung, Mann! Meine Frau schlägt mich! Ach was? Keiner hat mich mehr lieb. Doch, ich hab dich ganz dolle lieb. Ja, die zum Schlagen, ne? Die Steuerung ist halt gewöhnungsbedürftig. Sehr gewöhnungsbedürftig. Ist denn da das? Ja, ja. Würde ich auch sagen. So. Und Kork rein. Wichtigste vom Wichtigsten. Hab ich noch Papier? Nee, nochmal. Bitter Nektar. Hä? Ach so, du hast eine Sortierung da drin, ne? Ein bisschen. Okay, dann packe ich dir hier mal alles rein. Wenngleich unterschwellige Schmerzensschreie von ihm kommen. Unterschwellig? Ja, dann würge ich ihn. Aber Schatz, wieso solltest du mich denn würgen? Du weißt, Gewalt ist keine Lösung. Aber manchmal sehr beruhigen. Oh, scheiße. Tante, du bekommst hier Asyl. Dankeschön! Oh, jetzt fallen mir meine Eltern sogar in den Rücken. Ich glaub's ja nicht. Die fallen dir nicht in den Rücken, sie schützen mich. Das hätte ich jetzt auch gesagt, um Papa zu schützen. Runter? Ja. Ah ja, Stimmenthaltung, so nennt man das jetzt. Stimmenthaltung? Will ich nämlich gleich mal versuchen, Feuerstein zu besorgen. Wolltest du da mit? Ja. Müssen wir denn da hin? Ich weiß nicht, ob man das von hier aus sehen. Nee, dadurch, dass jetzt gerade die Sonne aufgeht. Aber ich glaube, Richtung Süden. Definitiv. Okay. Ja, halt zum Strand. Strand? Ja. Da haben wir jetzt Beachparty. Ja, so ungefähr. Ah. Ja, da siehst du ja das Wasser. Nee, ja. Und da unten ist der Strand. Den Weg dahin sieht aber Wespen. Ja, jetzt muss ich gerade gucken, entweder was auf der rechten Seite oder auf der linken. Glaube ich hier lang. War der sichere Weg. Der ist zwar auch nicht so sicher, ne, aber relativ gut runter. Ohne, dass man sich hier gleich was bricht. Bitte, falls was kommt. Ja, hinter mir. Attacke! Ey, Alter. Die haben rutschen weg. Ja, sie folgen halt dem Weg des geringsten Widerstands. Ich bin noch dabei. Ah!
Wupp. Hier haben wir Erdbeeren. Sehen aber aus wie Himbeeren. Ja, sind aber Erdbeeren. Wo ist denn mein Beil? Das ist doch repariert. Ach, da. Ah, Weidenbuster. Das kann man Marmelade machen. Ne? Da steht Erdbeeren. Also sind es Erdbeeren. Ah, ist ja, ist ja gut. Das sind die bekannten Wilderden. Das sind die besten. Ich persönlich war bis jetzt noch nicht beim Strand. Nee. Aber wenn wir zu Maddy laufen, in die Richtung, da gibt es einen guten Weg wohl runter. Hm? Ich guck mal hier vorne. Ach, da sind Mochi-Küppchen. Wo gehen wir hier lang? Küppchen. Jetzt der wenigen Insektenarten, die einem nichts mal anstellen. Hier geht es nämlich weit runter. Falsche? Wir bräuchten für zum Gleiten gibt es irgendwie eine Innenrüstung oder so. Da hast du dann halt Flügel hinten dran und dann kannst du gleiten, so wie ein Ark mit dem Gleitschirm. Da ist eine rote. Ha. Hier irgendwie runterkommen, heile und sicher. Gut aus. Wespen. Ja, wir sind auch Wespen. Oh. Wir gerade, wir sind eigentlich in der Nähe von Scuddy, ja, müsste es ja. Boah, ein Scheiß, ey. Oder später werden wir sowieso mit den Viechern in Kontakt kommen. Ja, ja, aber wir haben keinen Speer. Mit dem Speer gehen die Viecher am einfachsten. Aber wenn hier Scuddy ist, wie wäre es, wenn wir erstmal zu dem gehen? Können wir machen. Aber der hat nur eine Rüstung mit Knochen. Dafür müssen wir unten am Ran sind die, glaube ich, die Salamander töten. Dann gibt es Knochen. Salamander kann man hier auch halt sehen. Kann auch auf ihm reiten. Aber wenn du da auf einem Tier drauf bist, kannst du keinen Angriff machen. Ziemlich blöd ist, finde ich. Nur wenn du absteigst und du angegriffen wirst, dann helfen sie dir. Mhm. Irgendwie so war das. Okay. Scuddy. Die Keule. Der gibt uns halt auch diesen Auftrag, was ist mit dem anderen Käfer. Genau, hier brauchen wir die Knochen und Reptilienhaut. Nashorngehäfer. Okay, ich kümmere mich drum. Oder Chitin und Reptilienleder. Aber das ist halt so das Blöde. Du musst so oder so das Vieh umbringen, was Knochen gibt. Weil ich glaube... Urkapuze, Knochen, Reptilienhaut, Insektenpelz. Ich hätte gedacht, das wäre hier die Rüstung. Irgendeiner stellt sie her. Keine Ahnung wer. Jetzt mal hier entspannt durchgucken. So, Wie geschaltet. Naja.